Grüß euch, da hüpft ein kleiner Low-Carb-Rohkost-Osterhase aus einem Marzipan, das ja wirklich als Low-Carb gelten darf. Und der bekommt auch ein kleines Ei, das nach Erdbeere schmeckt und auch mit demselben Grundrezept hergestellt ist. Und hüpft da, gesellt er sich zu den anderen Osterhasen. Bald suche ich auch nach ein paar Ostereiern, aber zuletzt für dieses Marzipan bei den Jakunwurzeln, die ich im Herbst überwintert habe. Da ist auch schon eine schöne Wurzel ausgebildet und noch eine zweite. Sieht sehr gut aus, ist sehr schön festgeblieben. Nun wasche ich die Jakunwurzel. Sie gehört zu den Korbblütlern. Ich blende natürlich wieder aus meinem Rohkostbuch die kleinen Pyramiden ein. Da ist auf einen Blick zu sehen, welche Pflanzenordnungen öfter auf dem Speiseplan stehen können und durchaus sollen. Da gehören natürlich die Korbblütler dazu und in dem Fall ist die Jakunwurzel so süß, dass sie sogar zur Herstellung von Süßungsmitteln verwendet wird. Ich habe die besten Erfahrungen mit den frischen Jakunwurzeln gemacht und wie ihr seht, haben sie den Winter auch sehr gut bei einem frostsicheren Platz überstanden und hier schäle ich sie gerade noch. Die Schale wäre in dem Fall zu harzig, aber innen ist sie auf jeden Fall viel weniger harzig als Tumpinambur, der ja auch ein Korbblütler wäre. Ich habe hier circa etwas über 300 Gramm von der Jakunwurzel und werde genau dieselbe Menge circa von den Mandeln verwenden. Damit der Teig etwas fester ist, wäre es noch besser, noch mehr Mandeln zu verwenden. Ich ergänze dann aber stattdessen mit Erdmandeln. Die Mandeln gehören zu den rosenartigen und haben ein wunderbares Aroma. Das Bittermandelaroma. Ich brauche also kein Bittermandelaroma noch dazugeben. Diese Mandeln sind unter 42 Grad getrocknet und haben ein wunderbares Aroma. Hier ist zu sehen, wie saftig die Jakunwurzel ist. Ich zerkleinere zuerst die Mandeln, weil sie dadurch dann schon ganz fein sind. Es ist natürlich auch möglich, sie ganz normal zu reiben. Ich habe es mir hier einfach gemacht, weil ich ohnehin einen Hochleistungsmixer in der Küche stehen habe. Und mit der Jakunwurzel kann ich das Ganze dann sehr fein zu einer feinen Masse verarbeiten. Ich habe dann noch einige Erdmandeln dazugegeben, geht natürlich auch noch mit Mandeln dazu. Hier habe ich fertige geriebene Erdmandeln in der Lade gehabt, die sind sehr praktisch. Sie gehören zu den süßgrasartigen und sind so wie die Jakunwurzel eine sehr gute Nahrung für unsere Darmflora, auch mit einem sehr hohen Ballaststoffanteil. Und das Schöne ist, sie schmecken sogar ein bisschen süß. Hier ist die Form für meine Osterhasen. Ich habe das Erdmandelmehl ein bisschen in die Form hineingegeben. Dadurch sieht man das Relief und die schöne Zeichnung nachher besser. Dann drücke ich die Masse darauf und zack, presse ich das Ganze zusammen. Die überstehende Masse nehme ich weg. Bisschen zusammendrücken, dass die Form noch besser wird. Und zack, trara, schon ist das Osterhäschen fertig.
der verbleibenden Masse einfach wieder etwas Erdmandelmehl in die Form geben und weiteren Teig zusammenkneten. Natürlich kann das Marzipan auch mit einem anderen Süßungsmittel gesüßt werden. Ich verwende schon seit längerem keinen Honig mehr für dieses Marzipan und finde die Jakonwurzel hier sehr praktisch und eben auch die Erdmandel, manche nennen sie auch Huffer. Tja, und hier schon der zweite Hase fertig. Und heraus damit. Das Schöne an diesen Hasen ist, sie gehen relativ schnell, eignen sich auch sehr gut zum Verschenken. In dieser Variante, auch für Menschen, die Diabetes haben, lassen sich sehr schön verpacken oder eben auch einfach aufstellen. Das sind so richtige 3D-Hasen und ich finde die Form sehr gut, dass sie eben sehr flach sind. So, dazu kommen jetzt noch kleine Eierchen. Mein Mann verwendet in seinem Müsli sehr gerne ein Erdbeerpulver. Das ist so getrocknete und zerkleinerte Erdbeeren. Und dieses kann man natürlich auch selbst machen. Wie zuerst die Hasen, forme ich hier Eier und diese wälze ich dann im Erdbeerpulver. So, und jetzt ist der Hase fertig mit seinem Ei. Kommt er zu den anderen dazu. Ich wünsche euch ein schönes Osterfest. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr über einen Daumen hoch, über das Abonnieren und Empfehlen. Und hier seht ihr noch unser Entenbärchen, das es sich heuer in unserem Garten ziemlich gemütlich macht. Das Weibchen und das Männchen fressen nacheinander und manchmal sonnen sie sich auch einfach in der Wiese. Servus!